Die Weste holen. Also wahrscheinlich bekommst du eher von Aurora einen Arsch drin. Nehmen wir mit. Mal schauen, und sonst zerlegen wir sie. Money? Ja. Ja? Ob da was so ist? Oh! Geil! Einer von euch hatte jetzt noch keine Taschenlampe, ne? Ja, ich. Ich habe hier noch so Schlingen, da könnt ihr eure Armbrüste reintun. Ja, bitte? Und du hier jetzt komplett alleine, oder? Ja, 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 das nicht. Ja, aber du bist ja arg viel Platz für allein, ha? Moment, die Burg war nicht besetzt? Nö. Ah, interessant. Ja, das war's. Meinetwegen können wir, also ich weiß nicht, braucht ihr noch irgendwas? Hast du einen Gürtel oder so? Braucht ihr einen Gürtel? Du hast einen Werkzeuggürtel, ne? Ich hab gar keinen. Ich hab einen dran, ja. Gar keinen Gürtel. Nee, noch Gürtel los. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich ein paar Sachen von zu Hause mitgebracht. Ja, anscheinend passiert das ja nicht jeden Tag, dass sie hier neue auftauchen. So, warte mal. Du bist der mit der Farbe, ne? Dann kriegst du das auf jeden Fall. Eine Bauchtasche. Das ist echt ungewohnt, neu zu sehen, wenn ich mir denke, ich bin seit 14 Tagen wach. Bisher noch keinen neuen getroffen, bis auf euch zwei. So, dann kannst du das nehmen. Ja, ein bisschen Abwechslung, ne? Ja, das ist das aber auch mal ganz schön. Gut. Das heißt, dass kein neuer hier durch muss. Also, je weniger Leute, umso besser. Ja, natürlich allein was Nahrung und sowas angeht, verständlich, aber ich sag mal, wir sind ja... Das meine ich gar nicht, überhaupt, dass ihr diesen ganzen Kram hier mitmachen müsst. Ja, klar. Also ich sag mal, wir sind jetzt eh hier, ja, also werden uns auf jeden Fall hier mit anpassen, werden versuchen, so viel zu unterstützen, wie es geht und... Ja, also, ich sag mal, ich war ja vorher, ein Koch. Und ich sag mal, wenn ich die Möglichkeit hier habe, dann würde ich das halt auch gern weiter fortsetzen. Also, ich koche mein Leben lang gerne und warum denn nicht? Ja, ja, wenn das mit den Zutaten hier was wird. Ja, wenn mein Bruder das mit der Landwirtschaft anständig hinkriegt, dann habe ich auch ein paar Zutaten, ne? Sollte ja dann kein Problem sein. Ja, aber oder du gehst mit dem Jäger auf Streife. Ich probier's mal. Ein paar Steaks auf den Grill schmeißen können. Ich denke, im Frühling, da werde ich mich mal dran machen. Ich habe noch eine Pistole. Wenn ich natürlich Samen habe. Also, das ist eine Voraussetzung. Was für Samen brauchst denn du? Ja, halt Pflanzensamen, um was anzupflanzen. Ob es jetzt, keine Ahnung, Karotten, Peperoni, was auch immer.
Also einfach generell erstmal nur Samen. Ja, genau. Dann könnte ich nämlich was anpflanzen, dann gibt es auch mal ein bisschen Vitamine. Bitteschön. Also mehr wie genug Samen. Ja. Ui, 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 ui. Okay, weiß ich, was ich zu tun habe. Ja, dann hoffentlich anständig, ne? Ich gebe mein Bestes. Ja, aber leider kannst du jetzt nichts anpflanzen, wenn Winter ist. Ja, aber dann im Frühjahr. Im Frühjahr, klar, da ist der Boden noch schön feucht und schön aufgelockert vom Winter. Ja, genau. Da wird das Zeug sprießen ohne Ende. Leider. Nehme ich die halt, wenn er sie nicht möchte. Echt schade, ich mag den Winter wirklich gerne. Ja, ich mag den Sommer, ich auch. Eher ein bisschen mehr wie den Winter. Ja, ich auch. Vor allem wegen den Frauen. Ja, toll. Das, nee, es geht nur um das, ja, weil klar. Lieber ziehe ich mir noch mein T-Shirt noch aus, bevor ich noch 5 Jacken weitere anziehe. Ja, das ist stimmt. Lieber 5 Jacken an, als dass ich gar kein T-Shirt mehr anhabe und mir immer noch warm ist. Richtig. Ja, so, für ich jeden bin auch so ein eher Stückchen der Brot halt oder so. Eine Scheibe Brot. Vielen Dank. Ich glaube, das geht nicht so schnell wieder. Danke. Außer natürlich so ein Toastbrot. Ach, ich hätte im Imperium jetzt einen Honig gehabt, den hätte ich mir da bestimmt drauf schmieren können. Ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Zu Hause auch noch alles Mögliche. Aber dafür auch noch eine Menge Toast. Wo macht man denn wie ich den Pfeil einfach hier drin habe, ne? Scheiße. Ach, und einen Tipp, wenn ich euch geben darf. Lasst mal die Finger lieber weg von Kaffee und Tee. Und Öl. Oh ja, das ist ein guter Tipp. Jede Art von Öl. Auch Kaffee? Warum Kaffee? Ich habe mir mal eines Morgens habe ich einen Tee gefunden. Und irgendwas hat mit dem Tee nicht gestimmt und ich musste 5 Tage fast durchlachen. Also 5 Tage fast keinen Schlaf. Ah, okay. Ja, ich glaube, du müsstest wissen, Mike. Ich verstehe. Ja, deine Anfangstage, ne? Ja, genau, die Anfangstage und noch. Ja, Tee und Kaffee ist wirklich nicht so zu empfehlen. Genauso wie starker Alkohol. Öl oder Sonnenblumenöl oder so. Ja. Wenn ihr von Zombies geschlagen werdet, ja, kann es sein, dass ihr euch eine Krankheit zuzieht, die sich darin äußert, und dass ihr Blut kotzt und euer Urin sich rot, also blutig färbt und ihr sozusagen langsam innerlich verblutet. Ja. Bestes Anzeichen dafür ist, wenn ihr euch übergebt und die Kotze ist blutig rot. Ja. Dann müsst ihr schnellstmöglich einen Mediziner aufsuchen oder um Hilfe im Funk fragen. Es gibt dafür ein Gegenmittel, aber selbst das ist noch rar. Also das ist sehr rar. Das heißt also, nicht jeder verfügt über. Okay, gut zu wissen. Wir befinden deswegen sollt ihr euch auch nicht von denen kratzen lassen. Auf der Burg Louisa. Wenn ihr eure Karte aufmacht, die könnt ihr, ne, an der einen Ecke ist so ein kleines M, am besten schlagt ihr das von da aus auf, ja, die Karte. Dann könnt ihr die mal ansehen. Habt ihr die offen? Ja. Ja. Okay. Ganz oben links ist Arcada Island. Seht ihr das? Ja. Ja. Das ist die Hauptbasis von Aurora. Schwimmt da nicht hin, also besonders wenn es so arschkalt ist, sollte man da nicht hingehen. Dann seht ihr ein bisschen weiter südlich und ganz ein kleines bisschen weiter rechts Melingrad, so in blauer Schrift auf der Karte. Ja, das haben wir ja vorhin vom Turm gesehen. Ja. Genau. Und ein bisschen rechts davon seht ihr Camp Louisin, und wenn ihr dann ein bisschen näher reinschaut, seht ihr dann Louisin Castle, also Burg Louisin.
befinden wir uns gerade. Okay. Dann seht ihr, dass die Insel in zwei Teile geteilt ist, Norden und Süden. Der Norden ist grundsätzlich gefährlicher und der Süden ist ein bisschen zivilisierter, sag ich mal. Oder gibt es nicht so viele gefährliche Tiere. Wenn man jetzt von Camp Louisan den Fluss weiter südlich folgt, dann kommt auf der rechten Seite vom Fluss eine Insel, die nennt sich, eine Stadt, die keinen Namen hat, die nennt sich Alenka. Ja. Südlich davon, auf der südlichen Seite, kommt dann Anitova, da waren wir ja vorhin. Genau. Und ja. Bei Anitova, wenn ihr euch die Stadt anguckt, da sind so mehrere, ja, so dunkle Gebäude, so vier Stück nebeneinander eingezeichnet. Sehen so wie vier Striche aus. Das ist ein Imperium, ja. Genau, da ist das Imperium. So, und dir ist kalt. Wir müssen noch nachvollziehen, warum dir kalt ist. Warte mal kurz. Ich glaube, der hat nur die leichte Jacke von Aurora an. Ich glaube, der bräuchte bloß eine dickere Jacke. Also, ich hätte noch so ein Wärmekissen. Handschuhe habt ihr beide, ja? Ja. Ja. Ich gebe bloß nach hinten den Baumstumpf hier mal wässern. Es pinkelt von der Mauer Richtung dem Ausbruch. Ich habe mir jetzt gedacht, ich pinkel hier an den Baumstumpf, weil der sieht mir arg eingetrocknet aus. Vielleicht wächst der nach, ja? Also, der Baumstumpf. Glaube ich nicht. Ich kenne mich damit jetzt nicht gut aus, aber ich glaube nicht, dass es wieder nachwächst. Wie das mal an? Glaube auch nicht. Für dein Gesicht? Ist auch kalt, ne? Der Typ ist voll nett. Das ist schon viel besser, danke. Ah, Mike, hast du vielleicht... Ah, ja, genau. Hier, einer muss leider eine braune, also so ein bisschen braun. Ja, guckt euch einfach an, nehmt einfach. Die sind halt beide sehr, sehr warm. Schnell. Zack. Ja, diese Jacken, die man da von Aurora bekommen hat, mit denen kann man ja wirklich nicht rumlaufen. Nice. Mal hier, ein Chimak. Kannst du dir um den Hals legen, dann ist dir auch noch wärmer. Den Hals, du kannst dir da auch eine Maske draus binden. Kannst du wirklich eine Menge mitmachen. Okay. Tilo? Jacke. Was habt ihr für Hosen an? Eine Cargohose. Eine Cargohose. Ich habe hier zwei. Weiß nicht, wie warm die wohl sind. Zwei warme Hosen. Ich glaube, die sind ein bisschen wärmer. Dank. Es ist viel angenehmer. Ja, viel besser, oder? Ja, definitiv, ja. Wenn man warme Klamotten hat, ist immer angenehmer. Und dann wird man auch weniger schnell krank. Ja. Eure Jacken solltet ihr mitnehmen, einfach nur so zur Sicherheit. Guck mal, willst du vielleicht so einen Poncho haben für den Kopf? Oder stehst du auf dein Stirnband? Ja, nö, also ich muss jetzt nicht unbedingt das Stirnband da anhaben. Achso.
Ich dachte, das muss jetzt nicht. Hat sich mir am Anfang auch gedacht, keine Sorge. Sorry. Achso, gib mal das Buff wieder. Also das, was du im Gesicht hast. Wobei jetzt passt das natürlich besser. Auf jeden Fall. Also du könntest auch theoretisch hier so ein weißes... also das Schimak ist halt das, was ich habe, ne? Also so ein Tuch. Ja. Das kann man halt so als Schal tragen, so wie ich jetzt gerade, ne? Ja. Man kann das aber auch falten. Und dann hat man das so im Gesicht. Muss man nur mal, nervt halt nur dann beim Essen und Trinken. Und wenn man ganz krass sein will, ne, dann, ja, dann hat man das so komplett über den Kopf. Das hält natürlich auch super warm. Ja. Aber mich nervt das immer, wenn ich halt was im Gesicht habe. Weißt du, dann muss man immer das abnehmen, wenn man essen und trinken will. Das ist ein bisschen nervig. Ja. Deswegen trage ich das immer so als Schal. Kannst dir überlegen, ob du das, das Buff behalten willst, also dass du das halt vom Gesicht trägst. Oder ob du halt das nimmst. Gibt es allerdings nur in grün, weiß und rot. Das sieht mir doch aber ganz gut aus, ne? Ich würde dann das nehmen und würde das eine, also den Poncho wiedergeben, ne? Nee, das ist für den Hals. Also, du hast ja jetzt so ein Mundtuch um. Ja. Und statt des Mundtuchs kannst du halt dieses... Achso, ja, okay, nehmen. Alles klar. So. Und dann den Poncho noch drüber. Junge, wir müssen ein bisschen aufräumen, sag ich euch. Sag ich euch, wie es ist. Ja, vielleicht ist vielleicht was für... Also da aber. Kannst du jetzt aber auch, für, wenn du willst, nach Style entscheiden, ne? Also kannst du auch das Buff nehmen oder so. Das ist mir am Ende des Tages egal. bei dem Buff so kann ich nur das so tragen dann, ne? Wie ich es eben hatte. Genau, ja. Und, willst du auch einen schwarzen Poncho? Du... Sag mal, ist das lass mal ernst da hinten? Lass mal schauen, wie du ausschaust. Da fehlt nur noch Rapunzel, ne? Neidisch? Nee. Aber so voll die Brüder machen. Ich werde nicht mehr. Hält aber verdammt warm. Ich hab ihn gerade im Funk zugehört. Mit Jesse gesprochen, ja, ich bin hier gerade bei Mike auf der Burg, ja, super. So ja. Viel zu verratet niemandem. Ja. Oh. Nice! Ja, aber der weiß ja nicht auf eurer Burg. Oder sie, besser gesagt, Jesse. Aber Jesse, so viel weiß zu sowieso, Jesse weiß sowieso, wo ich wohne, aber... es hören ja alle aber klar, zu. Ja, es war sinnlos im Funk das rumzubrauen, Entschuldigung. Ach du lieber Gott. Ja. Super. Ja, guck mal, jetzt sehen die doch aus, als wären die schon länger hier, oder? Ja. Ja, nur dank euch. Ja, so zwei Monate, zwei, drei Monate. Ich soll dir wirklich noch einen schönen Gruß von Jesse sagen. Danke. Ja. Danke. Das ist doch, kann doch richtig dein Ernst sein. Ja. Es war nicht mit Absicht. Wie warm sind eure Handschuhe? Gut. Also ich bin zufrieden auf jeden Fall. Ah, du hast auch so gute Handschuhe, oder? Ja, genau. Du hast Kampfhandschuhe, ne? Schwarze. Richtig? Und du ja, auch. Ich auch, ja. Okay.
Na, wie schmeckt's denn? Also mit dem, dass ich jetzt gerade verplappert habe, ganz scheiße. Ach, wie vergiss es. Funktioniert das eigentlich mit dem Walkie-Talkie? Gibt's da irgendwie eine gewisse Frequenz oder sowas? Ja, du nimmst einfach die unterste, da sind eigentlich mehr oder weniger alle drin, ja. Und du hast da so eine Taste am Funkgerät, ne, also. Ne, da ist ein L drauf. Zum Beispiel. Ein L, ja, oder ein P. Und ein P, genau. Also damit kannst du dann in dein Funkgerät reinsprechen. Ach, die P-Taste funktioniert auch, okay, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich wusste jetzt bisher nur die eine Taste, die obere mit L. Ich habe euch hier einen Schleifstein hingelegt. Vielen Dank. Ist so, soll ich? Erster. Also. Du hast, du hast noch deine Spitzhacke? Ich hab die noch, ja. Ja, komm mal kurz mit. Sogar eine Spitzhacke. Oder ihr beide kommt mal eben kurz mit. So, nimm mal deine Spitzhacke und mach hier mal ein Feld, ein Bein raus. Oder sagen wir mal zwei. Macht der gut, oder? Hätte ja nie was anderes gemacht. Sieht recht sportlich aus, ja. Definitiv. Ich bin ganz glücklich damit, sowas noch nie gemacht zu haben. Na, ich kenne mich ja auch damit aus. Also. Dann nimm mal die Spitzhacke. Braucht man halt auch schon Kraft, ja. Nimmst du die Spitzhacke und machst aus den großen Steinen mal kleine Steine. Rüttel denen am besten mal. Am besten beide. So, der andere nimmt jetzt so einen kleinen Stein gleich und reibt den hier mal am Felsen, so dass er so ein Messer hinbekommt. Den anderen großen Stein bitte auch einmal klein machen. Ich knutsch den Felsen. Das machst du jetzt mal eben kurz mit allen kleinen Steinen. Da sind nochmal drei dazugekommen. So, du kannst jetzt, guck mal, hier sind so zwei Steinmesser, ne? Davon nimmst du jetzt zwei und reibst die mal aneinander, dass du einen Schleifstein bekommst. So. Hubschrauber. Das war knapp, würde ich sagen, ne? Definitiv, ja. Okay, nicht runterfallen und mal eben kurz weitermachen. Ja. Du hast, ja. Und hast du auch schon mal zwei Steinmesser gegeneinander geschlagen?
Ich habe einen gemacht. Ja, hab ich, ja. Okay, ja, dann ja, könnt ihr noch den dritten machen und dann habt ihr. Sollte jeder zwei haben. Genau, ich habe schon zwei. Ja, dass es so einfach ist. Und dann können wir eigentlich wieder nach Ranitova gehen, wenn ihr. Alles klar. Weil gleich geht die Sonne unter. Ja, schon sollte man es vielleicht auch beeilen. Hm? Also im Dunkeln muss man ja nicht unbedingt in Ranitova rumlaufen. Ja. Okay. Dann los geht's. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, ne? Die ganze Ausrüstung und die Freundlichkeit. Ja, nicht zu danken. Ja, ist ja hier draußen nicht. Wenn ihr das nächste Mal jemanden trefft, der neu ist, ne? Dann helft ihr dem einfach genauso, wie euch geholfen worden ist. Definitiv, das auf jeden Fall, ja. Also, echt cool von euch, wirklich. Ja. Ich bin wieder total orientierungslos. Ja, so geht's mir auch. Ja, mir geht's da auch so. Ich glaube, ich würde einen Weg nach Hause finden. Ich würde den Weg auch finden, aber jetzt im Moment wüsste ich erstmal nicht genau, also, in welche Richtung ich überhaupt laufe. Ich glaube, ich würde einmal im Kreis laufen und von der anderen Seite in die Stadt wieder kommen. Ach, da vorne ist der Fluss. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich werde den Fluss entlang gelaufen und dann irgendwo bei der nächsten Querstraße dann abgebogen. Ja. Oder einfach nach Süden laufen. Und als hat der Helikopter fast gerade Richtung an die Tora geflogen, oder wie? Nee. Nee, der ist zum Außenposten geflogen. Ach, okay. Und das war der kam, also der kam da, glaube ich, auch her, oder? Nee, der kam. Nee, der kam weiter. Der kam von unserer Richtung, östlich. Wo wir jetzt gerade hinlaufen. Nee. Der kam nee, auch der aus, kam weiter aus Norden. Östlich. Also ich glaube, dass der aus Azak. Aus dem Außenposten von Azak kam. Ne, Quatsch, der kam doch von Norden, okay. Oder? Also ich meine, der kam aus Osten. Aber ich kann oder mich auch Nordosten, vertun. Kann auch sein. Ja. Aber ich da knapp, wie der da bei uns rumgeflogen ist. Oder bei dir, was definitiv, gesagt. Definitiv, ja. Ja. Ja, die Aurora-Piloten. Habt ihr den Knall also gehört? Also habe ich auch schon das öfter gesehen. Nein. Nein. Ich habe gerade Richtung links den Knall gehört. Was für ein Knall? So ein dumpfes Bumpern. Aber ziemlich weit weg. Helikopterabsturz oder was? Ich kann es nicht definieren. Ich weiß nicht mal, wie sowas sich anhört. ja. Ich habe nichts gehört. Hätten wir jetzt. Ja, es wird dunkel, also. Und ich habe jetzt keine Lust, mit Neulingen in den Norden zu gehen. Ja, nee, das ist gut. Also, sorry, das. Das ist viel zu gefährlich. Also, wenn ich jetzt allein unterwegs wäre, dann wüsste ich halt, dass ich auf mich aufpassen kann, oder. Ja. So ist das halt ein bisschen schwierig. Ja, ist mir auch recht. Mir auch. So Leute, ich verabschiede mich mal, aber von euch, ich denke, das wird eine Doppelfolge, dass ich die wahrscheinlich schneiden werde. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und haut mal in die Kommentare ein Herzchen für die ganzen Bänder hier. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut!